Professor Dr. Kurt Sontheimer, geboren 1928, einem der besseren Jahre der Weimarer Republik. Der Geburtsort ist Gernsbach, ein Städtchen bei Baden-Baden, das Familienhaus eher kleinbürgerlich. Vom tausendjährigen Reich bekommen Kurt Sontheimer und seine beiden Brüder mit, was man als Kleinstadtkind halt erleben konnte. Einzig der frühe Tod der Mutter bildet eine traurige Zäsur in einer ansonsten unspektakulären Jugend. Das Vaterhaus ist eher unpolitisch, jedenfalls nicht narzisstisch. Die geistig-ethische Orientierung ist pietistisch geprägt. Herr Professor Sontheimer, 1928, das ist ein Jahrgang, der den Nationalsozialismus in Schule und HJ intensiv inhalierte, um am Ende dann noch als Kanonenfutter verheizt zu werden. Wie haben Sie den Krieg erlebt? Den Krieg habe ich als Flakhelfer erlebt. Ich wohnte ja in der Nähe von Rastatt, Baden-Baden, und wir hatten eine Schwarzenbach-Talsperre im nördlichen Schwarzwald mit 2 Zentimeter Flakkanonen zu schützen, die niemals geeignet waren, irgendeinen Angriff abzuwehren. Ich habe diese Zeit immerhin doch ganz interessant erlebt, weil ich voll eingebezogen war in das militärische Drillgeschehen. Daneben gab es ein bisschen Schule mit sehr starkem ideologischen Einschlag. Ich habe es nicht geschätzt, muss ich sagen. Ich habe da gemerkt, dass es im deutschen Militarismus, der ja da auch bei den Flakhelfern eine gewisse Rolle spielte, eine Form des Drills und der Ausnutzung der Menschen gab, die mir eigentlich zuwider war. Es ist ja so, dass ich aus einem Hause komme, in dem Religion, und zwar evangelisch-freikirchliche Religion, also abseits von der Kirche, aber doch eingebunden in eine Gemeinde, eine gewisse Rolle spielte, eine große Rolle sogar. Und es gab von daher auch Konflikte mit meiner Situation als junger Mann in dieser neuen Zeit, denn ich war natürlich im Jungvolk. Das gehörte sich so. Ich habe dort Pfeife gepfiffen im Spielmannszug, eine Zeit lang auch Fanfaren geblasen. Das waren so die Dinge, mit denen man sich da gerne beschäftigte. Und ich habe dann in der nationalsozialistischen Zeit auch immer eine gewisse Rolle gespielt, weil ich ein guter Schüler war. Nämlich, ich musste bei den Feiern, den Morgenfeiern, welche die nationalsozialistische Partei in meiner kleinen Stadt aufzog, musste ich immer wieder patriotische Gedichte aufsagen. Und das gab einen Konflikt mit dem Elternhaus. Mein Vater war ein braver Christ, der eben im Grunde diese Dinge nicht liebte, vor allem nicht, dass ich den Dienst vorzog gegenüber der Versammlung, wie es hieß, wo wir eben morgens immer zusammen waren in dieser Gemeinde. Kurz, es gab da schon gewisse Probleme. Aber ich muss doch auch betonen, was Sie erwähnt haben, Herr Berls, dass es im Grunde ein unpolitisches Elternhaus war. Französisch fiel Ihnen immer leicht schon in der Schule. Und nach dem Abitur waren Sie dann ein Jahr lang als Übersetzer tätig für eine französische Presseagentur in Baden-Baden. War das für Sie auch die erste Begegnung mit der westlichen Welt, mit den Werten der westlichen Zivilisation, die in Deutschland ja keine große Tradition hatten? Ich fand erfreulicherweise einen Posten zunächst beim Journal officiel du gouvernement militaire français en Allemagne, das heißt beim Amtsblatt der französischen Militärregierung, und später bei der Agentur AFP, die damals wichtig war, und habe als Übersetzer gearbeitet. Ich kann nicht sagen, dass mich das nun mit dem Westen in besonderer Weise in Berührung gebracht hätte, aber es war eine selbstverständliche Erweiterung meines Horizonts. Danach blieben Sie in Ihrer badischen Heimat und begannen zu studieren, und zwar in Freiburg. Sie begannen mit Jura. Das haben Sie aber nach einigen Semestern aufgegeben. Warum blieben Sie nicht bei der Juristerei? Ich war ein Student, der sich auch für die Dinge jenseits der Jurisprudenz interessierte. In Freiburg gab es damals eine Reihe ganz bedeutender Professoren, ob das nun der Romanist Hugo Friedrich war oder etwa der Rechtshistoriker Erik Wolf und so weiter. Kurz, man ging einfach dahin und hat dann an diesem Studium Generale teilgenommen. Und es gab da auch einen Mann namens Eduard Baumgarten, der hat erste Seminare für Soziologie angeboten. Da waren wir nur 4 Leute.
Und es war damals auch so, dass die Professoren sich ganz anders als das heute ist, wirklich noch um die Studenten kümmerte. Auch mein späterer Professor Bergstresser hat so oft auf dem Schauinsland oder sonst wo zusammen mit Eschenburg zum Beispiel Seminare gemacht. Und da kamen eben die Studenten dann für ein ganzes Wochenende dahin. Und das war auch eine echte Möglichkeit der Begegnung. Kurz, ich habe die Juristerei jedenfalls nicht wirklich so schätzen gelernt, dass ich glaubte, daraus meinen Beruf zu machen. Und dann hat die weitere Entwicklung alles in die Hand genommen. Ich wurde eben nach einem viersemestrigen Studium in Freiburg, wo ich so ein bisschen alles Mögliche probierte, wurde ich dann nach Amerika als Austauschstudent geschickt. Und das heißt, man musste sich dafür eben bewerben. Ich hatte immer Glück mit solchen Sachen, muss ich gestehen. Und dann war eben dieses eine Jahr Amerika schon ein Jahr, in dem ich in Soziologie mich ausbildete. Und ich habe dort auch innerhalb dieses einen Jahres, damals an der University of Kansas, einen Master of Arts in Soziologie gemacht. Das heißt, da hatte ich eine ganz neue Richtung, noch nicht die Politik, aber es war schon die Sozialwissenschaft. Und nach der Rückkehr aus Amerika, dann war es für mich auch klar, dass ich in diesem Feld weiterarbeiten würde, nicht mehr in der Jurisprudenz. In Amerika lernt dann der deutsche Student Sontheimer den deutschen Professor Arnold Bergstresser kennen. Das war ja ein Treffen, das für Ihre weitere Entwicklung von großer Bedeutung war. Was war Bergstresser für ein Mann? Arnold Bergstresser war ein Kultursoziologe, der wegen einer jüdischen Abstammung dann doch 36 gezwungen wurde, nach Amerika auszuwandern. Ich traf ihn damals im Jahre 53 in Chicago, an der University of Chicago. Ich war zwar zu dem Studienjahr, das ich da verbrachte in Amerika, in eine mittlere Universität, an die Kansas University, geschickt worden. Aber ich hatte einfach das Bedürfnis, ein bisschen mehr kennenzulernen. Und Chicago war eine der ganz großen Universitäten. In Amerika ist es heute noch. Und ich hatte damals, weil mich das Problem des kollektiven Verhaltens in der amerikanischen Universität und auch der Bevölkerung interessierten, ich hatte damals ein wichtiges Buch gelesen, das auch bei uns sehr bekannt geworden ist, nämlich von David Reisman, The Lonely Crowd, Die einsame Menge. Ein wirklich tolles Buch in Bezug auf die Erklärung der modernen Entwicklung des Menschen in der heutigen Gesellschaft. Und ich wollte diesen Reisman kennenlernen und lernte eben neben Herrn Reisman dann auch Herrn Bergstresser kennenlernen, der voller Heimweh war, nicht? Und es ja dann auch erfreulicherweise geschafft hat, dann wieder nach Deutschland zurückberufen zu werden und einen der ersten Lehrstühle für Politikwissenschaft in Freiburg zu erhalten. Arnold Bergstresser holte Sie dann nach Freiburg als Assistent, einer der ersten Lehrstühle für Politikwissenschaft in Deutschland. Wie fing überhaupt eigentlich die Politikwissenschaft in Deutschland an? Das war ja ein neues Fach. Ja, sie fing so an, dass Leute, die eigentlich dieses Fach selber gar nicht vorher vertreten hatten, dann eben auf diese neuen Lehrstühle berufen wurden. Es war ja vor allem auch eine amerikanische Initiative, die Politikwissenschaft in Deutschland zu verankern. Und ich muss nur ein paar Namen nennen, um das völlig klar zu machen. Herr Bergstresser war Kultursoziologe und Literaturwissenschaftler. Herr Eschenburg war Historiker, nicht? Man meint immer, er war auch Jurist, aber er war eben ursprünglich Historiker. Carlo Schmidt war Völkerrechtler eigentlich, aber im Grunde doch ein Geist, der sich vor allem dann auch für die Geistesgeschichte der Politik interessiert hat. Kurz, die kamen von ganz verschiedenen Disziplinen her, um dann aber eben doch dieses neue Fach zu inaugurieren in der Bundesrepublik. Und wir waren die ersten Schüler, die sich dann ganz ausschließlich diesem Fach widmeten. Und mit nur 32 Jahren habilitierten Sie sich. Ihre Habilschrift ist das Standardwerk Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Bevor wir uns jetzt einigen Aspekten dieses Weimar-Buchs widmen, die Frage, wie kamen Sie eigentlich an Ihr Thema, an Ihren Stoff? Das war eine Frage, die hatte mich von Anfang an interessiert. Und eines Tages kam ich auf das gerade damals erschienene Buch von Georg Lukács, einem der großen marxistischen Interpreten der Geschichte und der Literatur, mit dem Titel Die Zerstörung der Vernunft. Untertitel Der deutsche Irrationalismus von Schelling bis Hitler. Und da war ich dann zunächst außerordentlich überrascht, nicht, wie schlimm es offenbar mit der deutschen Geistesgeschichte stand, habe aber dann doch zugleich
bemerkt, dass die rein marxistische Interpretation von Georg Lukács den Menschen, den Geistern, die er dort kritisch behandelte, wohl nicht ganz gerecht wurde und wurde selber neugierig. Das heißt, ich habe dann mich an die Dinge gemacht und herauszubekommen versucht, wie hat man eigentlich in der Weimarer Republik politisch gedacht? Sie schreiben, das antidemokratische Denken war ein maßgeblicher Faktor im Zersetzungsprozess der Weimarer Republik. Können Sie einmal einige der Haupttendenzen skizzieren? Die Hauptstoßrichtung, die kritische, war eben gegen den Liberalismus, gegen die westliche Form von Demokratie. Der stellte man eben dann eine Art von deutschem politischen Denken entgegen. Und der Westen nicht, das war im Grunde etwas, was man verurteilen und ablehnen musste. Und von daher ergab sich eben dann eine kritische Stoßrichtung gegen alles, was etwa mit den Ideen der Französischen Revolution von 1789 zu tun hatte. Man glaubte ja geradezu, man könnte nun diese Ideenwelt des Liberalismus und des Demokratismus ersetzen durch eine neue, die aus der deutschen Tradition käme und die nun eben dann auch für Deutschland ein neues Reich begründen sollte. Neben diesem Antiliberalismus, auch Antiparlamentarismus, gibt es ja noch andere Charakteristika dieser verschiedenen Strömungen, zum Beispiel Irrationalismus und Romantizismus. Wie äußerten sich diese? Romantizismus insofern als zum Teil die Anknüpfungspunkte dieses Denkens in der romantischen Tradition gelegen hatten. Romantisch heißt ja, dass man nicht nur die blaue Blume betrachtet, sondern dass man, was die politischen Dinge angeht, auf Dinge wie Gemeinschaft, Verbundenheit, Geborgenheit und so weiter achtet. Und die Nationalsozialisten haben ja versucht, solche Dinge auch zu versprechen und boten ja zum Teil auch in ihren Organisationen den vielen, die eine Änderung wollten, dann auch ein Stück solcher Geborgenheit. Was den Irrationalismus angeht, so war er wirklich ein tragendes geistiges Element dieser Zeit. Man glaubte, dass der Rationalismus uns all diese schlimmen Dinge wie Individualismus, wie die Entwicklung der modernen Städte und Technik beschert hätte, die es den Menschen schwer machten, sein erfülltes gemeinschaftliches Leben zu führen. Und man hielt deshalb die Herrschaft der Ratio für sehr bedenklich und stellte ganz bedenkenlos den Irrationalismus, das heißt eine Religion der Tiefe und der Versenkung in das gute Alte entgegen. Dieser Begriff der konservativen Revolution, der ja eine große Rolle spielt, ist ja darum so interessant, weil er zwei Dinge zusammenbindet, nämlich konservativ und Revolution, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber gemeint war damit, dass man eine Revolution bräuchte, nicht, um die konservativen Werte, die durch den Liberalismus verdorben und verschüttet worden wären, wieder zum Leben zu erwecken. Ihr Buch handelt vorwiegend von der antidemokratischen Rechten. Was für eine Rolle spielte denn die antidemokratische Linke bei der Zerstörung der Weimarer Republik? Das Problem, das ich bei Ihnen sehe und das ich seither auch so beurteile, ist, dass Sie etwas mehr Verständnis und Sympathie für die Schwäche dieser Republik hätten aufbringen sollen. Und anstatt sie mit ihrem sehr scharfen und zupackenden kritischen Wort immer wieder zu verhöhnen und an den Pranger zu stellen, nicht, wäre ein Wort des Zuspruchs und der Hilfe, nicht, für eine schwache, sich eine sehr schwer noch über Wasser haltende Republik doch auch am Platz gewesen. Könnte man es auf die Formel bringen, den Rechten war es zu viel Republik und Demokratie, den Linken zu wenig? So ist es, genau das. Ich meine, das trifft ziemlich genau die Situation. Immer wieder schreiben Sie, das Drama von Weimar sei gewesen, dass die politische Mitte zu schwach war. Neben ganz wenigen anderen gäbe es nur einen großen Namen, der der Weimarer Republik gerecht werde, Thomas Mann. Ist Thomas Mann der intellektuelle Repräsentant eines besseren Weimar? Ich habe das so gesehen. Ich bin sehr spät darauf gestoßen. Mein Interesse für Thomas Mann, das ich ja auch in einem Buch mit dem Titel Thomas Mann und die Deutschen artikuliert hat. Mein Interesse an Thomas Mann ist bei dem Studium der Materialien für mein Buch über Weimar geweckt worden. Und ich fand in ihm einen bedeutenden Schriftsteller, der, wie ich dann
urteilte, eben das erkannt hatte, was man als Schriftsteller, als geistiger Mensch, als Intellektueller in dieser schwierigen Situation in Deutschland tun muss. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die politisierenden Intellektuellen der Weimarer Republik. Dabei darf man ja nicht vergessen, dass es eine apolitische, ja geradezu antipolitische Tradition des deutschen Geistes auch gab. Thomas Mann nannte das machtgeschützte Innerlichkeit. Sie fordern ja den politischen Intellektuellen. Ich erwarte nicht vom Intellektuellen, dass er immer zu politischen Dingen Stellung nimmt. Das wäre völlig falsch. Aber es gibt Situationen, in denen man nicht anders kann, als so zu handeln. Das heißt, sich zu äußern, für den Tag und die Stunde etwas zu tun. So hat Thomas Mann das ausgedrückt. Und er ist, glaube ich, auch wiederum für mich ein großartiges Beispiel für diese Dosierung. Nicht immer nur über Politik zu reden, sondern auch immer auch seinen Romanen das notwendige Gewicht zu geben durch seine Arbeit. Aber wenn die Zeit da ist, wenn etwa gegen Hitler gesprochen werden muss bei den Westmächten, nicht, oder wenn über den kommenden Sieg der Demokratie geredet werden muss, wie in den 30er Jahren bei Thomas Mann, dann redet er darüber. Nicht? Und das hat er eben in großartiger Weise getan. Und auch ein solcher Ausdruck, Herr Berlt, wie Sie ihn verwendet haben, machtgeschützte Innerlichkeit, ja, das ist doch eine wunderbare Formulierung für eine Tendenz des deutschen Geistes oder der deutschen Lebensart, sich im Inneren abzuschließen, sich mit dem zufrieden geben, was man hat und ansonsten den lieben Gott walten zu lassen und vor allem nicht den Gott, sondern die Regierung und den Staat machen zu lassen. Was kann der Politikwissenschaftler denn von der Literatur alles sich holen? Es ist klar, wenn sich ein Politikwissenschaftler die Reden und die Essays eines Literaten anschaut, dann ist das relativ einfach, die Frage zu beantworten. Aber was kann ein Politikwissenschaftler sich zum Beispiel aus der reinen Literatur, zum Beispiel aus Romanen, holen? Man sollte zumindest verlangen oder wünschen, dass Politologen auch wichtige Zeitromane lesen, damit sie auf diese Weise auch einen zusätzlichen Zugang zu dem Stoff haben, den sie normalerweise eben doch in Form von Statistiken und anderen Untersuchungen kennenzulernen versuchen. Ich meine, da gibt es ja geradezu prophetische Zeugnisse, wenn man jetzt mal den Zauberberg sich anschaut, um bei Thomas Mann zu bleiben, die Dialoge zwischen Naphta und Settembrini, wie sie sich um den armen Hans Castrop balgen, ja. Rationalismus gegen Irrationalismus, genau. Am Ende kommt dieser Minherr Pepperkorn, und dem verfällt dann der Hans Castrop, das ist 10 Jahre vor Hitler geschrieben. Das hat ja prophetische Kraft. Ja. Oder nehmen Sie Mario und der Zauberer. Ich weiß nicht genau, wann diese Novelle erschien. Also italienische Faschismus reflektiert. Ja. Und bevor noch bei uns der Nationalsozialismus ausgebrochen war, ist jedenfalls vorher erschienen. Und da wird eben doch ein Mann geschildert, ein Zauberer, nicht, der diesen Mario, der das alles miterlebt, in einer Weise fasziniert. Verzaubert. Verzaubert und auf diese Weise eben dann doch deutlich macht, nicht in Bilde dieser großartigen Szene, nicht, was für eine Gefahr eben doch von solchen Figuren ausgeht. Und im Grunde ist ja auch, das kann man nicht anders sagen, ist ja auch Adolf Hitler der große Verführer der Deutschen gewesen. Und die Prädisposition, das heißt die Neigung vieler Deutscher, auch der Geistigen, die sich ja immer sehr erhaben über andere dünken, nicht nun genau diesen Schalmeitönen zu verfallen, nicht, die zeigt ja nicht, wie außerordentlich wichtig, gerade auch in unserer heutigen Zeit, nicht, es ist, auf diese Momente der Verführung zu achten und wie sehr man eben dann doch immer wieder die Vernunft und die Ratio bemühen muss, an sie appellieren muss, nicht um dagegen zu halten. Bevor wir in Ihrer Biografie weitergehen, noch eine Frage an den Zeitzeugen Kurt Sontheimer, den Zeitzeugen der 50er Jahre. In Ihren späteren Schriften sagen Sie mehrfach, dass die beliebte These von der Restauration jener Jahre so ganz richtig auch nicht gewesen sei. Wie restaurativ war denn diese Epoche? Das Thema Restauration ist ja eines der großen Themen, gerade auch in der geistigen Auseinandersetzung über die Anfänge der Bundesrepublik gewesen. Der größte Teil der westdeutschen Intellektuellen hat die Überzeugung vertreten, dass es nicht gelungen wäre, mit der zweiten deutschen Demokratie, die ja mit Adenauer begann, nicht nun wirklich eine neue, eine bessere
Demokratie zu machen, eine Demokratie auf neuem Grund und mit neuen Männern und Frauen, sondern wir hätten im Wesentlichen Elemente aus der alten Zeit, sei es aus dem Obrigkeitsstaat, sei es sogar aus der Zeit des Nationalsozialismus, wiedergeholt, restauriert eben. Und insofern sei die Bundesrepublik nicht das, was sie eigentlich hätte werden sollen. Ein völliger Neubeginn. Ein völliger Neubeginn, ein wirklich freier, demokratischer Staat, nicht, zu dem man ohne einen Umschweife Ja sagen kann. Das war die Grundhaltung sehr vieler Intellektueller. Ich habe auch ein bisschen in diese Richtung gedacht, weil ich sehr stark beeinflusst war durch die Frankfurter Hefte. Das war eines meiner wichtigen damaligen Blätter für die geistige Orientierung. Dort erschien ja auch der Aufsatz von Dirks, der restaurative Charakter unserer Epoche. Ja, das war eben einer der ganz großen, wichtigen Beiträge zu diesem Thema. Aber ich muss sagen, dass man heute doch nicht mehr so unbesehen von Restauration spricht, weil deutlich geworden ist, dass sich die Bundesrepublik bei allem, was sie noch mit der Vergangenheit ein bisschen verbunden haben mag, zum Teil auch durch die Erfahrung der Menschen, dass mit der Bundesrepublik ein neues, ein anderes Staatswesen die Welt erblickt hat und sich behauptet hat in der Welt als eine Demokratie. Alle großen Ängste und Sorgen, die immer wieder geäußert wurden, wird Bonn nicht doch Weimar? Ich musste dauernd darauf antworten, weil ich durch dieses Weimar-Buch eben in dieser Weise festgelegt schien. Und alle diese Sorgen haben sich dann doch letztendlich als unberechtigt erwiesen. Wir sind eine einigermaßen tragfähige, wirtschaftlich vor allem sehr erfolgreiche Demokratie geworden und dann auch geblieben. Heute sieht das ein bisschen schwieriger aus. Aber von einer wirklichen Restauration des Alten kann nicht die Rede sein, weil so viel Neues, so viel anderes, etwa in der Gestalt auch der politischen Parteien, eine Rolle gespielt hat, sodass die Restaurationsthese keinesfalls zutrifft. Herr Sondheimer, nach der Habilitation gingen Sie kurz als Professor nach Osnabrück. Dann wurden Sie 1962 an die Freie Universität Berlin berufen. Bevor wir auf die Studentenrevolte zu sprechen kommen, will ich einmal auf einige Ihrer Aktivitäten außerhalb von Universität und Wissenschaft eingehen. Beim Bundestagswahlkampf 1969 gehörten Sie zur Kerngruppe der Sozialdemokratischen Wählerinitiative. Wie kamen Sie dazu? Ich war ja damals in Berlin und man hatte dann doch sehr schnell Kontakt zu einigen der interessanteren Leute. Und in Berlin lebte damals auch Günter Grass. Und Günter Grass, der ja 65 ganz allein einen Wahlkampf zugunsten von Willi gemacht hatte, das Loblied für Willi gesungen, der hatte die Idee, dass man für den Wahlkampf 69, für die Bundestagswahl dieses Jahres, eben dann doch eine etwas größere Basis finden sollte, nämlich Intellektuelle, die eben bereit sind, für die SPD eine Initiative zugunsten der Wahl von 69 zu unternehmen, vor allem zugunsten von Willy Brandt. Willy Brandt war die Figur, die wir alle schätzten und verehrten, die auch gelegentlich zu unseren Sitzungen kam. Und das war eine ganz ernste Sache, in dem Sinne, dass Günter Grass zwar der Initiator war und auch sein Haus zur Verfügung stellte für unsere Sitzungen an Wochenenden, aber dass wir ganz ernsthaft bestimmte Themen uns vornahmen und in dieser Runde von Intellektuellen eben doch wirklich versuchten, die Probleme, auch die politischen Probleme, die anstanden, zu diskutieren und auch schon gewisse Dinge vorzubereiten, etwa eine Rede für Willy Brandt zu skizzieren, die er halten sollte und ähnliche Dinge. Günter Grass beschreibt Sie und Ihre Rolle in der Sozialdemokratischen Wählerinitiative mehrfach im Tagebuch einer Schnecke. Einmal heißt es zum Beispiel: kein Glaubensartikel, den Gauß nicht in Whisky ersaufen ließe, keine These, der Sondheimer nicht einen Vorbehalt abgewöhne, nichts, das Ehmke nicht besser wüsste. Auch an anderer Stelle beschreibt er Sie als Bedenkenträger und Zögerer. Hat Sie Günter Grass da richtig charakterisiert? Jedenfalls nicht falsch. Ich war am Anfang, als ich das zuerst las, dann doch ein bisschen betroffen, weil es ja nicht unbedingt ein Lob ist, was er schreibt. Aber wenn ich das heute bedenke und auch dann mir Gedanken machte, wie es eigentlich gewesen war, dann hat er das sehr richtig beobachtet. Ich bin dort im Kreise von Intellektuellen und einige Namen wurden ja da genannt. Günter Gauss, nicht, der immer alles wirklich besser wusste,
obwohl wir befreundet waren. Ich war im Kreise von Intellektuellen, bei denen das Element des Geistigen im Sinne eines sicheren Wissens und einer dogmatischen Behauptung, so und so ist es, nicht eine ganz große Rolle spielte. Zumal ja auch da eine gewisse Konkurrenz war. Wer hat die besten Vorschläge und Ideen und so weiter. Und mir schien, war da nicht immer sehr behaglich dabei. Denn die meisten Probleme sind ja kompliziert und nicht so einfach zu lösen. Und wenn da irgendwelche Kollegen kommen und sagen, so müssen wir es machen und was anderes gibt es nicht und so weiter, dann bin ich da immer ein bisschen skeptisch und warte. Auf dem Wahlparteitag der SPD haben Sie die Grundsatzrede gehalten für die Sozialdemokratische Wählerinitiative. Wann sind Sie eigentlich in die SPD eingetreten? Ich bin in die SPD eingetreten, ein Jahr später, nach dem Wahlsieg und auch als ich hier nach München kam, aus einer einfachen Überlegung heraus. Ich sagte, irgendwo ist es auch ein bisschen unfair, dass man sich als Professor der Politikwissenschaft vor die Öffentlichkeit hinstellt und sagt, ich habe nun so die politische Landschaft geprüft und die Parteien untersucht und die und habe dann nun doch die SPD mit ihrem Führer Willy Brandt nicht als die bessere und als die eigentlich wählbare empfunden. Das ist nicht ganz sauber. Ich habe immer SPD gewählt, nicht von meiner Herkunft her und habe eigentlich da nie geschwankt darin. Und dass ich nun plötzlich so den großen geistigen Erkunder der politischen Verhältnisse markiere, nicht um den Leuten dann zu sagen, jetzt müsst ihr SPD wählen, denn ich, der Professor für Politik, der hat das geprüft, wo ich ohnehin schon immer in der Richtung war. Und dann habe ich gesagt, sei ehrlich und gehe in die Partei hinein und habe das dann auch gemacht. Günter Grass ja auch, nur ist er immer mal wieder ausgetreten und eingetreten. Während ich nicht ausgetreten bin und noch heute drin bin, ich war mal drauf und dran auszutreten, als hier in München die Sache mit dem Oberbürgermeister Kronawitter nicht so schrecklich lief. Der wurde ja von der Partei als nicht vermittelbar angesehen und ich war sehr für ihn. Und da wollte ich raus und dann kam aber Jochen Vogel und andere sagten, ach lass das doch und mach keinen Lärm deswegen. Und so aus Loyalität, nicht unbedingt aus Überzeugung, bin ich halt dann doch bei der Partei geblieben. Aber ich habe nichts Besonderes daraus gemacht. Noch eine zweite Aktivität will ich ansprechen, die nichts mit dem Wissenschaftler und Hochschullehrer Kurt Sontheimer zu tun hat. In den 70er Jahren waren Sie im Präsidium des Evangelischen Kirchentags, 1975 sogar dessen Präsident. Wie kam es denn dazu? Ja, das war eher überraschend für mich, denn ich bekam eines Tages einen Brief von Richard von Weizsäcker, das war der damalige Präsident des Kirchentages. Und er fragte mich, ob ich bereit wäre, mich in das Präsidium wählen zu lassen. Wenn ich bereit wäre, würde das wahrscheinlich geschehen. Und so geschah es auch. Es hat mich ein bisschen gewundert, weil ich immer denke, wenn man in der Kirche etwas tun soll oder für die Kirche und sei es dann auch in der Laienbewegung des Evangelischen Kirchentages, dann müsste man doch ein bisschen herauskriegen, ob der überhaupt an Christus glaubt und solche Dinge. Und auch von meinem Pietismus her, den wir ja kurz gestreift haben aus meiner Vergangenheit, hatte ich immer ein sehr positives Verhältnis zum Christentum und auch zum Glauben, war aber dann doch von dieser pietistischen Enge weggegangen und hatte mich befreit, wenn man so will, zu einer freieren Form des evangelischen Glaubens eben innerhalb der Kirche. Nun ja, und ich kam dann, wurde gewählt und ich muss sagen, das gehört neben der Wählerinitiative, die zwar nicht so häufig zusammentrat, eben doch zu meinen auch besonders interessanten Erfahrungen, weil es ein neues Milieu war, eine Mischung aus Geistlichen und Laien, nicht? Und weil der Kirchentag ja doch in diesen Jahren und vor allem bis heute zu einer wichtigen Institution im öffentlichen Leben, auch im politischen Leben der Bundesrepublik geworden ist. Berlin in den 60er Jahren. Sie lehren Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut. Einen zentraleren Ort, um die Studentenrevolte mitzuerleben, kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Wann spürten Sie, dass da etwas Neues auf die Bundesrepublik Deutschland zukommt? Sehr spät. Ich möchte fast sagen, eigentlich gar nicht. Ich meine, gut, als es losbrach, als ohne Sorg erschossen worden war, als fast jede Woche Demonstrationen, sei es auf dem Kudamm, sei es auf dem Gelände der Unfreien Universität stattfanden. Ich meine, da merkte man natürlich schon, dass da etwas los ist. Und ich habe selbst auch an nicht gerade führender Stelle, aber doch an wichtiger Stelle, an sehr vielen Diskussionen teilgenommen.
zum Teil im Otto-Suhr-Institut bei den Vollversammlungen, wo viele andere Kollegen sich drückten, weil ich fand, man muss den Studenten Rechenschaft geben, man muss mit ihnen diskutieren. Aber auch bei den ganz großen Diskussionen im Audimax der Freien Universität, das waren schon wirklich eindrucksvolle Beobachtungen. Ich habe nicht erkannt, dass die Studentenbewegung und auch das ganze geistige Umfeld, nicht, in dem sie groß wurde, dass das eine solche Bedeutung nicht so sehr für die deutsche Politik, aber doch für die deutsche Gesellschaft und die deutsche Kultur haben würde. Ich habe einen großen Teil dessen, was dort auf den großen Veranstaltungen diskutiert wurde oder was in den Schriften der Studenten, etwa Dutschkes und anderer, gesagt wurde, für so übertrieben, für so ideologisch, ja geradezu für verrückt gehalten, dass ich das nicht ernst genommen habe. 1969 verlassen Sie Berlin. Sind Sie an die wesentlich ruhigere Münchner Universität gegangen, weil Sie die Unruhe in Berlin nicht mehr ertrugen? Man hat das manchmal gemutmaßt. Im Grunde war die Erklärung viel einfacher. Ich bin Süddeutscher und man hat als Professor nicht so viele Möglichkeiten, sich den Arbeitsplatz auszusuchen. Und als dann gar die Chance bestand, nach München zu gehen, an ein ebenfalls ein groß konzipiertes Institut für politische Wissenschaft, da war mir klar, jetzt musst du annehmen, sonst kriegst du sowas nie mehr wieder. Und habe dann angenommen, es hat ein bisschen gedauert, bis es dann dazu kam, weil ich offenbar in meiner relativ exponierten Stelle am Geschwister-Scholl-Institut, da ich immer auch publizistisch die Revolte zum Teil affirmativ am Anfang begleitet hatte, war ich eben in Bayern ein gefährlicher, ja, Linker, nicht, der da die Universität möglicherweise verstören könnte. Und es hat des ganzen Einsatzes, soweit ich das mitbekommen habe, von Hans Mayer, meinem Freiburger Kollegen und späteren Kultusminister in Bayern, bedurft, nicht, um sogar Franz Josef Strauß davon zu überzeugen, dass es nicht gefährlich ist, Herrn Sontheimer nach München zu holen. Und so kam ich nach München und bin ja da dann ab dem Jahre 70 eben bis zu meiner Emeritierung geblieben. 1976 erscheint ein Buch von Ihnen mit dem absichtsvoll polemischen Titel »Das Elend unserer Intellektuellen«. Dieses Buch ist eine ganz scharfe Abrechnung mit den Neomarxisten. Sie schreiben, was um alles in der Welt ist mit einer Intelligenz vor sich gegangen, die eine im Grunde doch gleichgeartete Wirklichkeit heute so anders beurteilt als vor 10 Jahren. Was war denn mit unserer Intelligenz passiert? Ich habe in diesem Buch versucht, eben die sogenannte linke Theorie oder die Theorie der neuen Linken, der Neomarxisten, eben genauer zu untersuchen und darzustellen. Und habe, um auf Ihre Frage sehr konkret zu antworten, habe den Eindruck gewonnen, dass der Einbruch theoretischen Denkens und Wissens nicht in die üblichen Vorstellungen, die man von der Politik hatte, eben eine völlige Veränderung der Situation, auch der geistigen Einstellung vieler Kollegen bewirkt hat. Ich hatte immer die Vorstellung, wenn man den Leuten einfach durch Zitate mal zeigt, nicht, was da alles über diese Bundesrepublik geschrieben wird, nicht, wie sie dem Faschismus zusteuert, nicht, und wie eben im Grunde doch die Verhältnisse ganz schrecklich sind und wie die Unterklasse nun alles tun muss, um eben doch ihre Ansprüche durchzusetzen und Gerechtigkeit und Gleichheit in diese Republik zu bringen. Kurz ein Programm von ständigen Veränderungen und Erneuerungen, das nur inspiriert war durch ein relativ festes Gedankengebäude, was der Marxismus oder eine Neuauflage des Marxismus da bot. Und von daher kommt meine schon vorher in mir angelegte Verurteilung ideologischen Denkens und vor allem eine Verurteilung jener Intellektuellen, die sich solcher Denkmodelle oder Denkkategorien, Dogmen und so weiter bedienen. Und das habe ich in dem Buch zu zeigen versucht. Und insofern ist es eine in der Tat scharfe Abrechnung mit dieser linken Theorie. Ähnlich scharf, glaube ich, wie vor Jahrzehnten, nicht, dann eben die Abrechnung mit der rechten konservativen Theorie gewesen war. War eine Gemeinsamkeit der verschiedenen neulinken Strömungen auch, die Bundesrepublik als eine nur formale Demokratie zu geißeln und die Errungenschaften von Rechtsstaat und dergleichen zu denunzieren? Ja, das war ja eines der großen Themen, das da eine Rolle spielte, nicht die
formale Demokratie wurde ausgespielt gegenüber der materialen Demokratie. Nicht die formale Demokratie, die versprach eben Gleichheit vor dem Gesetz. Aber was galt das schon? Wir wollen die echte, die reale, die materiale Gleichheit und so fort. Eine Sache, die an sich nicht neu ist in der Politik und im politischen Denken, die aber nun mit aller Macht auf die Institutionen der Bundesrepublik bezogen wurde und diese erscheinen ließ, nicht wie sozusagen das Letzte in Bezug auf eine politische Ordnung, nicht, und demgegenüber dann eben doch die Vorstellung, dass man eben etwas ganz anderes, eine echte sozialistische Demokratie oder was immer aufbauen sollte. Insofern gehöre ich, wenn Sie so wollen, eben doch zu denen, die der Meinung sind, dass die Studentenbewegung im Grunde politisch ein Irrläufer war, in dem Sinne, dass sie eben nichts wirklich Sinnvolles und Vertretbares gefordert hat. Dass sie aber, das kann man gar nicht leugnen, natürlich im ganzen Bereich der gesellschaftlichen Entwicklung, im Bereich der Familie, in Bezug auf das Verhältnis der Menschen untereinander eben doch eine enorme Wirkung gehabt hat, die ich auch nicht unbedingt gutheiße. Es gibt eine Interpretation aus der Gruppe der Verteidiger der Studentenrevolte, die ich für die ungeheuerlichste Fälschung halte, die man je vorgetragen hat in Bezug auf ein historisches Phänomen. Diese Leute sagen nämlich, und mit großem Stolz, die Studentenrevolte hätte zwar politisch alle möglichen Dummheiten und so weiter gemacht und gedacht, was sie auch hatte, in der Tat, das kann man ja zeigen, aber sie hätte doch entschieden dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik zum ersten Mal ein wirklich westliches, demokratisches Land geworden wäre. Das ist so ungeheuerlich, weil wenn man die Texte sieht, nicht, die damals geschrieben wurden, die ja doch gegen Amerika, gegen die Art von bürgerlicher oder formaler Demokratie geschrieben worden sind, sodass zu behaupten, dass man sich auf diese Weise eben dann verwestlicht habe, wo man doch den Westen und das, was ihn auszeichnet, seine Zivilisation eigentlich abschaffen wollte, das scheint mir übertrieben zu sein. Suchen wir noch mal ein bisschen nach den Gründen für die Studentenrevolte. Weimar fehlte die starke politische Mitte. Zur Zeit der 68er-Revolte regierte in Bonn eine große Koalition. Hatten wir nicht Ende der 60er Jahre vielleicht einfach ein bisschen zu viel politische Mitte in Deutschland? Das kann man schon sagen. Ich meine, die große Koalition ist sicherlich ein Grund dafür, dass hier eine außerparlamentarische Opposition sich zu bilden versuchte. Dann spielt natürlich auch die Weltpolitik eine Rolle. Vietnam. Vietnam. Vietnam, das war ja nicht nur in Amerika ein wichtiges Problem. Es hat ja auch bei uns eine Rolle gespielt, gerade auch in Berlin. Und es war dann eben doch auch in den 60er Jahren nach der Ära Adenauer ein solcher Reformstau auch aufgetreten. Ob das im Bildungswesen oder sonst wo war, ist schwer zu sagen. Aber man hatte schon den Eindruck der Erstarrung und es musste in der Tat etwas geschehen. Ich habe mich vor allem gegen die politischen Positionen gewandt, aber dass insgesamt in der Gesellschaft eine neue Durchlüftung, eine Veränderung, auch eine Infragestellung bestehender Strukturen und Autoritäten sinnvoll und notwendig war, das habe ich auch damals schon sehr früh gesehen und wohl auch unterstützt. Insofern bin ich also kein reaktionärer Rechter geworden, das könnte man überhaupt nicht sagen. Wie im Weimar-Buch Thomas Mann zitieren Sie im Buch Das Elend unserer Intellektuellen relativ häufig Günter Grass. Einer von vielen Unterschieden zwischen den 20er und 70er Jahren war natürlich, dass die Demokratiegegner in den 70ern auf viel mehr Widerstand stießen. Dennoch ist der antiutopische oder antiutopistische, der reformistische Günter Grass jener Jahre für Sie so etwas wie ein positives Beispiel. Sehe ich das richtig? Ja, ist er auch. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass wir auch in der sozialdemokratischen Wählerinitiative zusammen waren und der Geist, der aus einem Buch spricht, der politische Geist, das Tagebuch einer Schnecke, wo ja über diese Zeit berichtet wird, den halte ich für positiv, weil dort die Einsicht vermittelt wird, die Intellektuelle so selten aufbringen. Die Einsicht nämlich, dass das politische Leben keine schnellen Erfolge und Veränderungen erlaubt, dass es vorankommt, nicht der Fortschritt, wie eine Schnecke. Das heißt, möglichst ziemlich langsam und jedenfalls nicht so, wie man es sich als Intellektueller wünscht, wo man ja eine sehr schnelle Reaktion auf seine
seine Ideen zu haben wünscht. Da hat Grass sehr gute Einsichten gehabt und im Grunde ist er auch in seiner Verteidigung der Vernunft und so weiter doch auch einer von denen gewesen, die ich immer dann schätzen konnte. Er hat ja auch einige Linksintellektuelle, wie zum Beispiel seinen Kollegen Enzensberger, ganz scharf kritisiert. Ja, mit Recht. Nicht? Die haben ja damals verrückt gespielt, einige. Ja. Und Grass eben nicht. Ich meine, wir sollten jetzt nicht die Frage anschließen, ob Grass etwa in der Beurteilung der deutschen Wiedervereinigung nicht vielleicht problematische Positionen vertreten hat. Aber sein Grundverständnis von Politik, das habe ich im Wesentlichen geteilt. Ein eigenes Kapitel im Buch »Das Elend unserer Intellektuellen« ist der Sprache linker Theorie gewidmet. Sie prangern die verständnisfeindliche Wichtigtuerei vieler Autoren an. Ja. Ihre Bücher sind sehr leserfreundlich geschrieben. Es gibt ein Lehrbuch, Einführung in das politische System der Bundesrepublik von Ihnen, das ist mittlerweile in der 17. Auflage. Wie wichtig sind Ihnen Stilfragen? Immer sehr wichtig gewesen, auch bei Studenten, obwohl die das nicht so furchtbar gerne hatten. Nun, die Frage des Stils, die kann man so beantworten, wie der französische Moralist Le Style, c'est l'homme. Nicht? Der Stil ist auch ein Stück des Menschen. Und ich habe mich eben in der Tat, was die Wissenschaft angeht, nicht mit diesem Soziologen-Chinesisch oder wie es auch sonst genannt wird, eben doch nie wirklich anfreunden können. Ich bin insofern auch in meinem Fach selber vielleicht doch ein bisschen auch am Rande des eigentlichen Zentrums, wo es dann um ernsthafte wissenschaftliche Theorien geht, geblieben. Kurz, eine Sprache war mir wichtig und es ist ja auch der Sinn eigentlich eines Politologen, wenn er schreibt, dass er mit dem, was er zu sagen versucht, dann auch einigermaßen verständlich sein sollte. Am Ende der sozialliberalen Koalition sagte Walter Jens, man müsse sich jetzt zwar sorgen, aber man könne auch erleichtert sein. Endlich brauche man keine falschen Rücksichtnahmen mehr nehmen und könne die Dinge beim Namen nennen. Das klang wie ein Aufruf zu mehr Gesellschaftskritik. Man könnte auch sagen, zu noch mehr Gesellschaftskritik. Aber das Gegenteil trat ein. Es wurde viel stiller. Wenn wir an die 80er Jahre denken, an die erste Hälfte der Ära Kohl, fällt uns heute eigentlich nur noch der Historikerstreit ein. Wie erklären Sie sich die Paradoxie, dass in Zeiten einer sozialliberalen Regierung eine so fast schon hysterische Neigung zur Gesellschaftskritik vorhanden war und wir in Zeiten einer konservativ geführten Regierung Windstille registrieren müssen? Ich meine, Sie beobachten das schon richtig und das ist doch ein Paradox. Es war ja so, dass Helmut Kohl, als er zum Bundeskanzler gewählt worden war, eine geistig-moralische Wende angekündigt hat, auf die er ja auch immer wieder angesprochen wird. Und die ist ja in Wahrheit auch nicht eingetreten. Das heißt, es hat kurioserweise kein wirklicher, interessanter und erregender geistiger Streit in der Bundesrepublik stattgefunden. In der Zeit, in der 80er Jahre. Wie das zu erklären ist, das weiß ich selbst nicht so sicher. Es ist wohl so, dass sich der Ansturm und der Einbruch der Ideologie in das politische Denken, dass sich das verbraucht hat. Es war ja auch offensichtlich, dass es eben in dieser Hinsicht wohl eine Fehlentwicklung gewesen war. Und zum anderen gab es in den 80er Jahren, glaube ich, keine so besonders aufregenden Themen. Es muss ja ein Thema geben, es muss ja etwas geben, was die Leute oder vor allem die Intellektuellen dann auch kritisch herausfordert. Wie vorher Vietnam oder Hochschulreform oder so. Ja. Und die 80er Jahre waren ja eher ruhige Jahre. Das waren Jahre eines relativen Aufschwungs. Das einzige Problem, was dann kam und was auch ein wenig natürlich auch die Intelligenz beschäftigt hat, das war 89 dann die Wiedervereinigung. Und die Entwicklung ging ja in den 80er Jahren doch auf eine Abschwächung des Kalten Krieges und dann sogar zum Zusammenbruch der Sowjetunion, des Sowjetimperiums. Nur, wer sollte jubeln? Die Linken konnten nicht gerade triumphieren, dass das nun alles weg war. Nämlich, das war ja doch eine Alternative auch zum Kapitalismus westlicher Prägung gewesen. Und bei der Rechten ging es eben darum, vor allem nun die Wiedervereinigung zu verarbeiten. Und die Wiedervereinigung war ein
war ein sehr eigentümliches Problem. Man hätte erwarten können, dass ein Jubelschrei durch die Nation geht. Wie ganz am Anfang, als die Mauer in Berlin fiel, nicht? Da war ja doch eine große Verbrüderung auch zwischen Deutschen aus West und Ost. Aber es hat eigentlich geistig keine außerordentlich großen Auseinandersetzungen gegeben. Es gab lediglich, das war das einzig Interessante, einen skeptischen Blick eines Teils der früheren Linksintellektuellen auf die Vereinigung selber. Ich habe das nie verstanden. Ich gehöre zu einer Generation, für die es ganz selbstverständlich war, dass wenn wir die deutsche Nation wieder vereinigen können, dass wir darüber nur froh sein können. Und das Geschenk ist ja dann von Gorbatschow und von den weltpolitischen Umständen der deutschen Geschichte geschenkt worden, gemacht worden. Aber es gab einige, ich erinnere mich an eine Aussage des sehr erfolgreichen Schriftstellers Patrick Süskind, die sagten, was soll ich in Dresden, ich kenne mich da nicht aus, nicht? Und Ost-Berlin ist ohnehin langweilig, ich bin doch lieber in Florenz oder in London oder in Paris. Es mag ja auch schöner sein in Paris als etwa in Ost-Berlin, aber ich meine, damit wurde deutlich, dass man eigentlich das Nationale überhaupt nicht mehr als etwas Wichtiges und Positives empfand, während ich immer der Meinung war, wenn es nur möglich ist, nicht, die Deutschen drüben, die ja unter wirklich schlimmen Verhältnissen leben und leiden mussten, zurückzuführen, nun ja, dann kann man wirklich zufrieden und dankbar sein. Aber in den 60er und 70er Jahren führten doch die kleinsten Themen zu großen Debatten, zu haarspalterischen Debatten. Und dann erleben wir solche Jahrhundertereignisse wie 89, 90 und die Intellektuellen äußern sich sehr, sehr spärlich. Es gab die Christa-Wolf-Debatte, ja, aber es war doch relativ wenig. Hatte man vielleicht nicht das Arsenal der intellektuellen Kritik auch leer gemacht? Hatte man die Kritik in den 60ern und 70ern so überzogen, dass jetzt einfach die Worte fehlten? Ich könnte Ihnen in der Interpretation ohne weiteres folgen. Im Grunde gab es erstens keine Anlässe, denn so groß war der Streit nicht, denn über die Fragen der Wiedervereinigung nicht. Es ging nur um die praktischen Fragen der Lösung dieses Problems. Aber man hatte eigentlich auch das Pulver verschossen. Und das Pulver, das man verschossen hatte, das war eben das ideologische Element in der geistigen Debatte gewesen. Das war nun weg. Zumal eben auch eine Ausprägung dieser Ideologie, nämlich der linken, der sozialistischen Ideologie, eben nun gerade weltpolitisch zu Fall gekommen war. Da konnte man eigentlich nicht mehr groß in diesem Sinne weitermachen. Jedenfalls ist es sicher richtig beobachtet, dass wir eine eher laue geistige und intellektuelle Situation in den 80er Jahren gehabt haben. Und das geht eigentlich auch bis in die Gegenwart hinein. Das hat sich nicht sehr geändert. Sie beschäftigen sich seit 4 Jahrzehnten mit politischer Ideengeschichte, Ideologiegeschichte könnte man auch sagen. Für sich selber haben Sie nie versucht, ein geschlossenes Lehrgebäude zu errichten. Ein Ausdruck kommt jedoch in vielen Ihrer Schriften immer wieder vor, Common Sense. Was bedeutet Common Sense als Grundhaltung? Der Ausdruck Common Sense kommt ja aus dem Englischen nicht und meint dort, deutsch übersetzt, den gesunden Menschenverstand. Ich will nicht zu viel Aufhebens mit diesem Begriff machen, aber ich hänge ihm deshalb gerne an, weil ich ja in dem, was ich untersucht habe, sowohl in der rechten Literatur wie auch in der linken ideologischen Literatur, eben gerade dieses Element nicht eines vernünftigen, eines ausgeglichenen, abgewogenen Nachdenkens über die Dinge völlig fehlt. Im Gegenteil, man hat sich da auf eine ganz bestimmte Position eingeschworen. Und das war mir eigentlich immer zuwider. Ich muss Ihnen recht geben, wenn Sie sagen oder mich fragen, Herr Sontheimer, was ist denn Ihre eigene Position? Wo stehen Sie? Und ich habe auch in einem Buch mal einen mir sehr einleuchtenden Satz von Thomas Mann aus einem Brief an einen Freund benutzt, wo er sagt, ich bin ein Mensch des Gleichgewichts. Ich lehne mich entweder nach rechts oder links, je nachdem, wo, auf welcher Seite der Kahn zu kentern droht.
Und im Grunde ist das auch so ein bisschen meine persönliche Grundhaltung gewesen. Man kann sie mit liberal bezeichnen. Liberal ist ja auch eine gewisse Offenheit, nicht mit einem sehr starken Verständnis oder einem sehr starken Eintreten für das Element der Freiheit, das ja zum Liberalismus gehört. Und ob das nun mehr linksliberal oder mehr rechtsliberal ist, das hängt von den Umständen ab. Sie haben ja gesehen, dass ich in der Weimarer Schrift eben dann die rechten nationalistischen Ideologien sehr kritisch aufgearbeitet habe. Dann kam ich in die Situation, ein Ähnliches gegenüber den linken Ideologien der Studentenrevolte und des Neomarxismus zu tun. Und dazwischen liegen irgendwo meine eigenen Positionen, die immer wieder auch neu bezogen werden müssen, je nach dem Problem und nach dem Umstand, um das es sich handelt. Aber ich glaube, dass man nicht unbedingt ein sehr scharf umrissenes politisches Bekenntnis abgeben muss, wenn man seine Rolle in dieser Gesellschaft als jemand, der Politik kommentiert und interpretiert, dann richtig handhaben will, sondern man muss einen gewissen breiteren Grund haben, auf dem man allerdings dann feststeht. Das ist die Überzeugung der Freiheit und der Notwendigkeit auch des freien Dialogs unter Menschen. Und zugleich dann eben je nach Situation dann eingreifen in das politische Geschehen. Und wenn nichts Großes, Bedeutendes zu sagen ist, dann kann man auch schweigen. Intellektuelle müssen nicht immer reden. Ich bin nicht für den politisierten Intellektuellen, der ständig auf der Barrikade steht und irgendwelche Töne von sich gibt. Herr Professor Sontheimer, was ist eigentlich ein Intellektueller? Wie würden Sie den Begriff definieren? Ein Intellektueller ist ein Mensch, der mit den Mitteln des Geistes, und das wichtigste Mittel des Geistes ist das der Vernunft, aber dann auch der Fantasie, die Dinge um sich herum, das Leben beobachtet, nicht, und sich eine bestimmte Vorstellung von dem macht, nicht nur was ist, sondern auch was sein könnte und was sein sollte. Das heißt, wir brauchen Intellektuelle auch in unserer Zeit, auch wenn wir schlechte Beispiele bekommen haben, nämlich die Verführung von Intellektuellen durch Ideologien und so weiter. Wir brauchen Intellektuellen, weil wir Leute brauchen, die eine Art geistiges Wächteramt ausüben. Das darf nicht arrogant geschehen, das darf nicht im Sinne einer Einstellung geschehen, die sagt, so ist es und so anders kann es nicht sein, nicht? Aber ich glaube, dass das eine ganz wichtige Funktion in jeder freien Gesellschaft ist. In einer totalitären Gesellschaft gibt es ohnehin keine freien Intellektuellen. Da wird ihnen befohlen, was sie zu sagen haben. Und darum müssen wir auch dieses Bild des Intellektuellen eher positiv sehen. Denn es wurde ja gerade von der Rechten seit der Weimarer Zeit und bis heute eben doch eher negativ gesehen. Da waren die Intellektuellen eben doch die Zerstörer, die Besudler, nicht der wahren Schätze des Volkes und so weiter. Ich will diese Worte hier nicht wiederholen. Kurz, den Intellektuellen brauchen wir schon. Aber damit ist eine enorme Verantwortung gegeben. Denn man kann nicht alles sagen, was man will. Man kann nicht einfach Dinge übersteigern. Ich habe ja gerade auch bei meinem Studium dann der Entwicklung in der Nachkriegszeit in Deutschland immer wieder festgestellt, wie ein Mittel eine ganz große Rolle spielt. Ich habe das normative Übersteigerung genannt. Da ist eine ganz bestimmte Norm, das heißt eine Zielsetzung, so und so sollte es sein. Und man nimmt zum Beispiel den Begriff der Demokratie aus der Verfassung der Bundesrepublik heraus und füllt diesen Begriff, bläht ihn so auf, dass etwa Demokratie heißen muss, nicht alle müssen gleichberechtigt und in völliger Gleichheit mitwirken können und mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet sein dafür, dass man sofort sehen kann, so kann es ja wohl nicht gut gemacht werden. Nicht? Und diese normative Übersteigerung, die bedeutet, dass man den Begriff so stark aufbläht, so überhöht, dass man dann, wenn man die Wirklichkeit betrachtet, eben sagen muss, nein, wir sind ja gar keine Demokratie, wir müssen erst noch eine werden. Und ein Teil auch der kritischen Diskussion in der Bundesrepublik ist ja in dieser Weise gelaufen. Das heißt, es gibt natürlich eine große Verantwortung für den Intellektuellen. Und er muss, wenn ich das hier noch anfügen darf, er muss drei Prinzipien verpflichtet sein. Das eine Prinzip ist das der Wahrheit, das zweite ist das der Gerechtigkeit und das dritte ist das der Ehrlichkeit. Wenn er diese Dinge zumindest im Blick hat, nicht, dann glaube ich, kann er auch je nach Situation eine wichtige Rolle spielen. Fast ein halbes Jahrhundert aktiv als Politikwissenschaftler und politischer Publizist.
Was haben Sie bewirken können? Man muss da sehr bescheiden sein. Ich habe mir eigentlich immer gesagt, dass es mir in meiner Rolle als Professor für Politik eigentlich insofern ganz gut ging, als ich zumindest eine gewisse Beachtung fand mit dem, was ich schrieb und dann auch in der Lehre eine gewisse Zuneigung auch sehr vieler Studenten. Also insofern kann ich nicht klagen. Aber ich habe immer auch den Eindruck gehabt, dass meine relative Bekanntheit in dieser Republik und zum Teil auch im internationalen Kollegenkreisen, was die Zeitgeschichte angeht, dass die eigentlich etwas überzogen ist. Dass sie so eigentlich etwas übertrieben ist. Denn ich hatte andererseits immer eben auch das Gefühl, ohne ihm wirklich dann ernsthaft zu begegnen, dass ich aus den Möglichkeiten und den Gaben, die ich mitbekommen hatte, eben doch nicht unbedingt das machte, was ich hätte können. Das Jahrhundert geht zu Ende. Sie haben als Ideengeschichtler sich mit einigen der Ideologien dieses Jahrhunderts beschäftigt. Das war ein sehr blutiges Jahrhundert. Die Bilanz insgesamt dieses Jahrhunderts kann ja so positiv, auch wenn es uns Deutschen am Ende dann doch noch relativ gut geht, nicht sein, oder? Gewiss nicht, aber andererseits, wir müssen uns doch sagen, dass die erste Hälfte des Jahrhunderts viel schlimmer war als die zweite. Für die Deutschen allemal. Gut, es gab die zwei Weltkriege. Ja, durch die zwei Weltkriege. Nicht? Und wir können das Schicksal der Welt insgesamt, nicht, das ist ein Problem für sich, über das wir wohl auch nicht hier weiter diskutieren wollen. Was die deutschen Verhältnisse angeht, so kommen wir zwar jetzt durch die Umbruchssituation, die nicht zuletzt auch durch den Wegfall des Sowjetimperiums geschaffen worden ist, kommen wir jetzt in schwierigere Verhältnisse, vor allem was die innere Ordnung unserer Staatsfinanzen und der verschiedenen notwendigen Reformen angeht. Davon sind die Zeitungen und die Fernsehnachrichten ja mit Recht voll. Aber ich sehe da nicht unbedingt eine wirkliche katastrophale Situation heraufziehen. Ich glaube, dass wir in der Bundesrepublik, die durch all diese verschiedenen Phasen gegangen ist, doch ein gewisses Fundament an demokratischer politischer Kultur gewonnen haben, auf das man sich verlassen kann. Dass also die Bundesrepublik nicht allein mehr davon lebt, dass die Wirtschaft blüht und dass die Menschen einigermaßen zufrieden sind. Schönwetterdemokratie. Genau. Sondern dass auch hoffentlich, nicht, und daran hätte ich ja gerne ein bisschen mitwirken wollen, dass hoffentlich auch eine gewisse, wenn man so will, politische Substanz da ist, die etwas sich unabhängig machen kann von den Zufälligkeiten der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung, wie das etwa in England der Fall ist seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Nicht also eine demokratische Substanz, die sich speist und mit Recht speist, aus der Geschichte der 50 Jahre, die die Bundesrepublik jetzt besteht. Da habe ich ein gewisses Vertrauen, aber die Sache ist natürlich nicht für alle Zeiten sicher. Und es hängt dann von uns, von den Bürgern dieser Republik, von den äußeren Umständen ab, ob das gelingen wird. Ich hoffe es.